Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video. Und ich bin immer wieder hier am Volcho und teste eine neue Route auf Atlantischen Lachs. Die olle Lachs-Trophy, Atlantischer Lachs-Trophy, fehlt mir immer noch. Deswegen brettern wir jetzt mal an eine etwas andere Stelle als sonst. Ab Level 20 zu beangeln, wenn ihr das richtige Equipment habt. Aber da gehen wir gleich erstmal drauf ein. So, und da kommen wir hier so langsam an dem Wasserwerk hier vorbei. Kommen so langsam in die Ecke, wo es hier abgehen soll. Ja, wir sind sogar schon mittendrin. Ich würde sagen, an der Stelle jetzt hier oben werfe ich aus und dann brettern wir mal hier schön im Kreis um das dicke, um das 1,5er Loch herum. Beziehungsweise, das ist ja eher tiefer hier, ne? Wir sind hier bei... Ja, 6,5 Meter Tiefe, wenn man das vergleichen kann. 6,5 bis, genauso dunkel, bis 8. Also, in dem Bereich hier brettern wir rum. Koordinaten ab D3 geht es los. Und womit, das zeige ich euch jetzt, mit einem recht schweren Setup. Also ruhig, ich sag mal Minimum mal sowas wie hier, so eine Super Duty ist schon ratsam. Ich meine, das ist ein Gerät, was man halt wirklich recht günstig erwerben kann und was man echt lange hart misshandeln kann. Also bis keine Ahnung, über 50 Kilo Brocken kann man damit auch rauspumpen, auch wenn die Tragfähigkeit nur 24 Kilo beträgt. Auf jeden Fall ein hartes Gerät und ich verwende es schon ewig zum Schleppen. Da drauf halt ein recht dickes Setup und ja, es ist verkehrt zusammengebaut, aber wenn man hier keinen Fehler macht, reißt natürlich auch nichts ab. 27 Kilo Fluorocarbon habe ich drauf und ganz wichtig ist der Snatcher mit dicken, fetten Hooks. Der Köder ist nicht ganz billig. Das heißt, wenn ihr da ein bisschen sparsamer unterwegs sein wollt anfangs, könnte das bestimmt auch, gehen wir nochmal rein in den, mit dem Crank machen. Und zwar hier mit dem Dodger Crank. Genau. Gehen wir da mal ins Detail, kommen wir nicht ins Detail. Also Dodger Crank 10 S008. Das wäre noch die Alternative. Vielleicht sogar hier der 003er. Also so im gelblichen Bereich die beiden. Und ja, ich würde sagen, ich werfe hier schon mal aus. Route 1. Fangen wir mal an, hier ein paar Runden zu drehen. Ein bisschen Schnur lassen, Bremse ein bisschen lockerer. Und zack, hier habe ich den zweiten Köder drauf. Auch ein absoluter Klassiker. Den Funky Minnow 15004. Auch da, wenn das Wurfgewicht vielleicht nicht reicht, da dann vielleicht einfach mal mit dem 11er ausprobieren und auch den 11er ausprobieren, wenn ihr vielleicht nicht die ganz riesengroßen Lachse haben wollt. Ich meine, Lachs um 3, 4, 5 Kilo macht auch schon richtig Action und der bringt auch gut Silber. Von daher auch einfach mal mit den etwas kleineren probieren. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen... Ah, da ist schon Biss. Ich wollte gerade erstmal in Bahn kommen. Die dritte Route wird immer ganz schnell einkurbeln eingestellt. Und hier drehen wir schon mal hoch den Pöbel. Das sieht auch schon gut aus. Das Schöne ist natürlich jetzt hier mit solchen dicken Fluorocarbon-Vorfächern. Können auch gerne die Hechte mit einsteigen. Gerade hier in dem schilfigen Bereich sind auch gerne mal die Hechte mit dran. Macht in der Regel nichts. Das ist äußerst selten, dass ein Hecht mal so ein dickes Fluorocarbon schafft durchzuschneiden. Und zack, da ist er, der erste 4,5 Kilo atlantische Lachs. 5 Kilo bald. Schön, fängt schon gut an. Auf dem Funky Minnow, nicht lange gewartet und da war schon direkt der erste Biss. So moke wieder. So, weiter geht's. Ist ein bisschen schwierig, man muss tatsächlich ein bisschen hier auf die Bahn achten, wo man lang fährt.
Da geht auch schon links der erste rein. Ich kurbel hier mal schnell. Was man hier sieht, wenn man eine hohe Einholgeschwindigkeit hat während der Fahrt und so ein bisschen Intervallkurbeln macht, es kommt halt das Twitchen. Hatte ich, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen bei einem anderen Lachsangelvideo gezeigt. Also das kann man immer ganz gut nutzen, um zusätzlich nochmal zu triggern. Gerade wenn man hier schon sieht, da ist ein Biss auf der anderen Route und man kurbelt die hier eh ein. Vielleicht geht ja auf dem Weg zum Einkurbeln noch schnell was dran. So, jetzt aber rein damit. Und den nächsten hier rausziehen. Ja, die große Frage ist, und da kommt schon eine der Antworten. Was beißt hier noch? Ja, da haben wir schon mal einen kleinen Zander. Auch nicht verkehrt. Und ich glaube, wir gehen gleich mal hier so ein bisschen in die Kurve. Das heißt, eine kleine Kurve nach links fahre ich jetzt erstmal. Und mache dann hier gleich die Kurve zurück. Noch einmal ein bisschen rum. Man kann auch mal versuchen, hier das 6,5er zwischen den beiden 6,5er Stellen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe gerade überlegt, ob man nicht vielleicht einfach auch ganz runterfahren könnte. Aber wenn hier vorne gerade recht schnell der Atlantische Lachs reingestiegen ist, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ihr könnt das ja mal testen. Vielleicht hat einer gerade ein bisschen Zeit und hat Lust, hier einfach ein bisschen im Kreis zu fahren. Rauf und runter oder bis da unten hin. Dass er quasi bis da hinten hin zu dem, zu der Kante da unten. Ich bretter erstmal wieder zurück. Und dann teste ich erstmal nur das Loch hier. Ja, vom Setup her, wie gesagt, also weit. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich peile mal da diesen Busch an. Ja, knapp dran vorbei. So. Das sieht auch gut aus. Genau, vom Setup ist es so, man muss schon ein paar Kilo Tragfähigkeit haben. Also es ist nicht irgendwie so richtig geil, das Lachsangeln mit einer Rute, die jetzt sagen wir mal so weit unter 15 Kilo Tragfähigkeit hat. Auch natürlich von der Rolle her. Ihr könnt es ausprobieren, aber empfehlenswert ist es wirklich eher, wenn man sowas hat wie eine Alpha oder eben die HSV als Rolle. Und dementsprechend eine passende Route. Dann halt das dicke Fluorocarbon drauf. Und ausreichend Schnur. Gerne halt eine geflochtene Schnur. Dass man im gegebenen Fall auch mal wirklich Schnur lassen kann. Dem Lachs ein bisschen hinterherziehen kann. Damit man in der Zeit oder damit man den schön ein bisschen drillen kann. Damit er müde wird. So ein Lachs wird nicht so wirklich schnell müde. Und die geben auch ordentlich Gas. Von daher muss das schon ein bisschen was aushalten. So, ich fahre noch mal ein bisschen mehr zum Loch. Jetzt hier. Ja, noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht ist es dann doch besser, direkt drüber zu brettern. Ich bin auch schon ein bisschen... Bisschen hart daneben. Aber da geht einer rein. Oder irgendwas. Richtig schwer ist es nicht, sonst wird die Route fast im rechten Winkel da stehen. Ich mal einen spannenden Schluck Kaffee. Ah, ja. Jetzt ist besser. Kann man auch viel leichter eindrillen hier. So, da ist er, der nächste, jawohl. Auch schön, 5 Kilo. Gut, gutes Gewicht. Gutes Gewicht vor allem auch, entspannt halt für einen Anfang. Das ist doch top. So, schnell die dritte Route. Übrigens der zweite... Direkt auf dem Funky Minnow. Vielleicht gehe ich dann doch
gleich lieber mit der zweiten oder hier mit der dritten Route auch lieber auf dem Funky Minnow. Wisst ihr was? Ich teste das mal direkt. So, ziehen wir den nochmal rein. Und dann kommt eine kurze Wende. Ich tausche hier gleich mal eben die Köder. Ja, komm mal ran hier. Oh, guck mal, ein Rapfen. Auch richtig geil. Schöner 2 Kilo Rapfen. Der liegt doch bestimmt auch schon bei 20 Silber, oder? Oder 10? 10, 15 Silber? Komm, gehen wir hier mal kurz in die Wände. Und wieder zurück. Ich glaube, ich bretter einfach quer drüber hier, ey. Ich glaube, ich bretter einfach genauso drüber, wie ich hier stehe. Das dran vorbei justieren und genau links und ist mir zuwider, Alter. Hin, zack, wenden, zurück. Ist halt immer so schwierig mit dem drauf zu aimen. So, was wollte ich machen? Runter damit. Ich hoffe, das geht vom Gewicht. Jetzt machen wir hier den 15er Druff. Jetzt ist er ja auf der anderen gerade drauf. Dann ist hier der Snatcher drauf. Passt der vom Gewicht? Ich meine schon. Nehmen wir den. Ja, der passt vom Gewicht. Jetzt wieder zurück auf die 1er Route. Da den 15er Crank drauf, genau. Zack. Da passt es auch vom Gewicht. Schnell raus mit dem Otto. Und dann auch die 3 hinterher. Uff, was für ein Geraffel. Bisschen Schnur noch lassen. Zumachen. Und dann sieht man, dass es schön wieder gleich runter geht. Schießt er jetzt runter, die Schnur. Das ist übrigens auch mal so ein Ding. Man kann das auch zwischendurch mal so machen. Bügel wieder aufklappen. Der treibt langsam nach oben. Und dann sieht man hier, wie die Schnur wieder runter geht. Oh, schießt direkt runter. Dass man dann quasi dadurch nochmal so eine Twitch-Bewegung macht. Triggert häufig den Fisch nochmal richtig. Dass man da so ein bisschen mehr Action nochmal reinbringt. Ist auch nicht so ganz langsam dann, nicht ganz so langweilig hier das Schleppen. Dann kann man mit der aktiven Route hier, kann man auch so ein bisschen Schabernack machen. Also wie gesagt, zwischendurch mal die Schnur locker lassen. Oder dann auf hoher Einholgeschwindigkeit, zack, so ein bisschen ins Twitchen reingehen. Dann ist das einfach nochmal so ein bisschen die Zusatz-Action. Und wie gesagt, man hat auch noch ein bisschen was zu tun, während man da über die Löcher brettert hier. So, jetzt habe ich gerade den Bügel wieder offen gelassen. Und da geht auf der anderen was rein. Sehr gut. Ja. So und so ähnlich und so weiter. Ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Zieht raus die Brocken. Ich hoffe ja immer noch auf meinen atlantischen Lachs als Trophy. Das wäre mal was. Aber bis dahin ziehe ich die kleinen Hechte hier raus. Und die kleinen Lachse. Weil wichtig ist, dass der Lachs lübt. Und wenn er erstmal lübt, dann lübt der Lachs. So oder so ähnlich. So, zieht raus die Brocken. Wir sehen uns beim, ja, ich sag mal spätestens am Sonntag nächstes Video oder halt im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.